Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Mitte, 28.10.1941. Die Tage bestehen nur aus Vormarsch und kleineren Gefechten. Scheinbar ist der Russe schon besiegt und er zieht sich schneller zurück, als wir vorrücken. Durch große, taktisch kluge Operationen haben unsere Generäle schon viele Divisionen zerschlagen oder die Truppen in die Kriegsgefangenschaft gebracht. Diese schweren Schläge gegen die Russen müssen solch ein Heer doch nun langsam mal schwächen. Die Frage ist, wie weit zieht sich der Russe noch zurück? Denn unsere Nachschubwege werden länger und länger. Einer der Eisenbahnpioniere erzählte, dass die Russen ein anderes Schienensystem haben als wir in Deutschland und dass die Schienen entweder umgenagelt werden müssen oder der Nachschub auf die erbeuteten Züge umgeladen werden muss. Aber wir bekommen immer Sprit, Munition und Verpflegung, das klappt schon. Unser Fahrer Erich ist noch nicht zurück und wir haben auch noch nichts mehr gehört. Nach dem Antreten am Morgen habe ich den Spieß gebeten, mal seine Kontakte spielen zu lassen, um mehr zu erfahren. Einen Tag später meldet sich der Hauptfeldwebel bei unserem Kommandanten und erzählt ihm, dass Erich über den Berg ist und dass er in Deutschland in einem Lazarett liegen soll. Also sind wir froh, dass er nicht an seinen Verletzungen gestorben ist. Vielleicht kommt er ja bald zurück. Der Bataillonskommandeur kündigt hohen Besuch an. Ein General will uns besuchen und ein paar Soldaten auszeichnen. Also alles wieder auf Vordermann gebracht und Zeugdienst wird angesetzt. Ist in der russischen Schlammwüste nicht ganz so einfach. Aber wir improvisieren. Der Teil, der nicht gerade an der Front ist, stellt sich mit den Kampfwagen auf und der General kommt zum Appell. Kurze Gespräche mit dem Kommandanten und mit mir bringen den General auf Stand. Als er bei uns steht, fragt er, was wir uns für die Front wünschen würden. Da die Frage auch an mich gerichtet ist, antworte ich ehrlich und sage, dass wir größere Kaliber benötigen, da die T-34 einfach stärker sind und man mit der 5 cm Kanone schon ein paar gute Treffer landen muss, um diese zu stoppen. Er erklärt uns, dass in Deutschland schon alle Ingenieure mit Nachdruck an neuen Panzern und anderen Geschützen arbeiten und wir nicht mehr lange warten müssen. Nun ja, das wollen wir mal sehen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Einige Tage später geht es wieder voran. Der Schlamm wird durch das schlechte Wetter immer schlimmer und wir müssen oft LKWs und andere Fahrzeuge aus den Löchern ziehen. Die Straßen sind hier wirklich schlecht und querfeldein geht es meistens besser mit den Panzern. Wir kommen auf einen kleinen Ort zu, in dem der Russe sitzt. Schweres Artilleriefeuer schlägt uns entgegen und die Grenadiere haben Verluste. Also ran an den Ort und den VB ausschalten. Mit 5 Panzern 3 und 2 Panzern 4 gehen wir an den Ort ran. Die Stuka schmeißen ihre Ladung in die Ortsmitte und viel Rauch und Qualm ist zu sehen. MG-Salven prallen an unserem Turm ab und ich versuche durch die Optik Ziele zu entdecken. Links von uns ein Bahndamm, der uns aber bei dem Angriff keine Deckung bieten kann. Über Funk hören wir, dass schon 2 Panzer mit Treffern ausgefallen sind. Also doch Pack im Ort. Schemenhaft sehen wir etwas durch den Rauch. Da schiebt sich was Großes aus der Ortschaft heraus. Ein Panzerzug. Von denen haben wir schon gehört, aber das ist der erste, den wir sehen. Stark gepanzert, mit schweren Kalibern bestückt, feuert er aus allen Rohren. Warum die Luftwaffe den noch nicht zerstört hat, wissen wir nicht. Wir versuchen zu flankieren und kommen in den Feuerbereich der Geschütze. MG-Feuer und Flakfeuer prasselt auf uns ein, ist aber nicht stark genug. Sicher haben die auch Pack und wir versuchen, in Bewegung zu bleiben. Schuss um Schuss jage ich in den Panzerzug, scheint aber ohne Wirkung zu sein. Der Panzerzug rollt wieder an und will sich weiter zurückziehen, um aus unserem Wirkungsfeuer zu kommen. Er rollt wieder in den Ort hinein. Und wir versuchen zu folgen. Panzersperren am Ortsrand. Also ab durch die Häuser. Wir hören Schreie, als wir durch die Mauern brechen, können aber nichts erkennen. Die Russen laufen durch den Ort und werfen Handgranaten auf uns. Ein Flammenwerfertrupp greift uns an. Aber unser Funker ist auf Zack und erledigt ihn mit einer MG-Gabel. In einem Feuerball explodiert der Flammenwerfer und die Russen laufen brennend durch den Ort. Wieder Packfeuer. Aber der Geschützführer der Feindpack ist wohl jung oder unerfahren. Vorbeigeschossen. Und wir halten auf das Geschütz zu. Wieder ein Schuss, diesmal zu tief. Mit der MG und Kanone beantworten wir den Feuerkampf und kommen an das Geschütz heran, bevor noch ein Schuss bricht. Überrollen, zerstören wir die Pack und der Geschützführer stirbt unter den Ketten. Die anderen waren wohl schon getürmt. Wir kommen nicht weiter und der Panzerzug rollt wieder aus dem Ort heraus. Es wird schon dunkel und nur die Brände erhellen die Szenerie. Wir brauchen hier mehr Fußtruppen, alleine können wir den Ort nicht halten. Verstärkung wird über Funk gerufen und die Grenadiere sickern in den Ort ein. Hinter einem Erdwall beziehen wir Stellung und können den Ortsausgang bestreichen. Flüchtende Russen werden beschossen. Scheinbar ziehen die sich zurück.
Plötzlich knallt es neben uns. Handgranaten explodieren und ein paar Russen wollen es wohl wissen. Unsere größte Angst sind Benzinflaschen, die auf uns geworfen werden könnten. Nahkampftrupps der Russen scheinen ihr Unwesen zu treiben. Der Kommandant späht aus dem Lug und sofort knallen Schüsse. Er hat Glück und wird nicht getroffen. Wieder Handgranaten. Und wir hoffen, dass die Ketten noch halten. Wir hören jemand auf den Panzer klettern. Vollgas zurück, ruft der Kommandant, und mit einem Ruck fahren wir an und brechen wieder durch eine Häuserwand. Halb im Haus bleiben wir stehen. Kurz darauf hören wir MP-Feuer und lautes Rufen, aber diesmal in deutscher Sprache. Ein paar Minuten ist es ruhig und wir versuchen durch die Sehschlitze etwas zu erkennen. Es klopft an der Seite des Panzers und eine Stimme meldet, dass die Grenadiere da sind. Zögerlich macht der Kommandant das Lug auf und es sind tatsächlich unsere Männer, die um den Panzer herum in Stellung gegangen sind. Mit vereinten Kräften geht es jetzt wieder vorwärts und wir kämpfen den Ort frei. Der Panzerzug ist verschwunden und die Luftwaffe hat ihn wohl auch nicht mehr gesehen. Sicherlich in irgendeinen Eisenbahntunnel gefahren. Als wir später unser Lager aufschlagen, kriegen wir die Verluste des Tages aus dem Gefechtsstand übermittelt. Ein Panzer 4 ist total ausgebrannt und zwei Panzer 3 haben schwere und schwerste Gefechtsschäden. Insgesamt 6 Tote sind bei der Panzertruppe zu beklagen. Häuserkampf ist immer furchtbar. Und wir sind froh, dass wir mal wieder durchgekommen sind.